Und damit herzlich willkommen, liebe Adventure-Freunde, zurück zu Baphomets Fluch 5, der Sündenfall. Wir sind stehen geblieben auf dem Weg zu Bijous Wohnung, wo wir uns jetzt auch ganz schnell hinbegeben. Bijou hatte mir erzählt, sie habe nichts mit dem Geschäftlichen zu tun gehabt. Aber Lane behauptete das Gegenteil. Einer von beiden log. Na, dann schauen wir doch mal, wer der Lügenbold ist. Oh. Entschuldigung, zu schnell gedrückt. Der schwere Duft von Alkohol und Räucherstäbchen hing in der Luft. Erinnerte mich an meine Studentenzeit. Was ist passiert? Josh, bitte helfen Sie mir. Ich bin am Ende. Was hat sie denn, die Gute? Oh, helfen Sie mir. Sie müssen mir helfen. Was ist denn, Bijou? Ich kann unser Lied nicht mehr spielen. Erst verliere ich Henri, jetzt noch unser Lied. Sie meinen die Schallplatte? Was ist passiert? Ich bin gestolpert und aus der Seen draufgetreten. Das ist nicht schön. Was war das für ein Lied, Bijou? Ich bin am Ende ohne unser Lied. Am Ende. Der Name des Lieds, Bijou? Jasmin. Es war unser Lied. Ich werde sehen, was ich tun kann. Wer hat das Lied gesungen? Mein Schatz Henri, natürlich. Es kam bis auf Platz 2 der schwedischen Charts. Ich war so stolz. Besorgen Sie mir eine neue Platte, George. Bitte, versprechen Sie es mir. Ich kann es ja versuchen. Oh, Sie sind ein Schatz. Ich fühlte mich schrecklich. Schließlich war ich kein Schatz, sondern nur hinter dem Safe-Schlüssel her. Lane hat mir gesagt, Sie hätten den Herkunftsnachweis und Sie hätten den Papierkram der Galerie erledigt. Oh, in meinem Kopf fährt ein kleines Mäuschen immer rund und rund und rund. Bijou, ich muss das wissen. Alle Papiere sind im Safe. Im Büro der Galerie. Und hören Sie auf mit der ganzen Fragerei. Nee. Bijou, wo ist der Schlüssel für den Safe? Henri? Sie sind nicht Henri. Ich verwahre den Schlüssel so, wie Henri es wollte. Könnte ich mir bitte den Schlüssel ausleihen? Ich brauche meine Melodie. Das ist das Einzige, was zählt. Ich konnte in ihrem Zustand einfach nicht vernünftig mit ihr reden. Ich musste anders an den Schlüssel kommen. Ja, ich glaube, dann bringt's auch nichts, nach dem ganzen anderen Kram hier zu fragen. Bitte, helfen Sie mir. Da. So, ich glaube, es macht Sinn. Das testen wir jetzt einfach mal. Ich war wieder in der Ladenpassage. Mal gucken, ob der irgendwie Schallplatten hat oder sowas. Der verkauft ja allen möglichen Krempel hier. Ups. Ich schaute mir Bassams Waren genauer an. Schauen Sie sich ruhig um, George. Ich habe mein Angebot aufgestockt und muss sagen, die Umsatzzahlen einiger Waren sind erstaunlich. Mhm. Was? Musik? Grußkarten? Die sahen interessant aus. Ein Stapel dieser Glückwunschkarten, die Musik machen, wenn man sie aufklappt. Die sahen interessant aus. Ein Stapel... Okay. Hallo, Bassam. Wie laufen die Geschäfte? Schön, Sie zu sehen, George. Ich muss sagen, das neue Markenzeichen hat die Zielgruppe voll erwischt. Schon was verkauft? Das ist ein Massengeschäft, George. Schauen Sie sich bloß die Gewinnspannen an. Haben Sie eine Karte, die das Lied Jasmin spielt? Kommt mir bekannt vor. Lassen Sie mich mal kurz in die Datenbank gucken.
Ich glaube, das war von den Harry Lobsters. Bassam kannte sich mit seiner Ware wirklich gut aus. Ah, hier ist sie. Wie viel? Gratis, wenn Sie mindestens 3 Leuten von meinem Laden erzählen. Abgemacht. Danke. So, den Rest brauchen wir nicht. Danke. Die Harry Lobsters, die haarigen, wie heißen die Dinger? Ich komme gerade nicht aufs Wort, hab eine Wortfindungsstörung, ist noch zu früh für mich. Hummer. Die haarigen Hummer. Das ist ein Scheißname für eine Band. Höre ich mich eigentlich verschnupft an? Weil ich bin ein wenig verschnupft. Hört man das? Schnupp. Oh, fürchterlich, Mann. Aber ist egal, das wird gehen. Ja? Bijou, hier ist nochmal George. So, mal gucken, ob wir ihr damit eine kleine Freude machen können, damit sie uns endlich den Schlüssel gibt. Wo ist die Karte? Da unten. Das würde niemals klappen. Achso, ich dachte, ich kann die da irgendwie anstöpseln oder so. Dann geben wir ihr die mal direkt. Wie wäre es mit dieser Karte? Sie spielt die Melodie. Unser Lied. Oh, wie wunderbar. Tanz mit mir, Ori. Ich höre gerade kein Lied. Doch, so ganz, ganz leicht. Bijou? Henri? Oh, Sie sind nicht Henri. Ist das so besser? Ja, aber wo ist Henri? Ich will mit Henri tanzen. Nochmal zu diesem Herkunftsnachweis. Nicht reden, Schatz. Nur tanzen. Sie wollte nur ihren Henri. Was sollte ich tun? Eine Seance veranstalten? Ich glaube nicht, dass ich großartig weiterkomme jetzt bei ihr. Könnte ich bitte den Schlüssel für den Safe haben? Henri, bist du das? Sie sind nicht Henri. Ich will mit Henri tanzen. Ich könnte sie leichter überreden, wenn ich wie Henri aussehe. Was? Ich habe doch so eine coole Brille. Das muss doch reichen. Oh, Henri, tanz doch einfach mit mir. Mal gucken, ob, hier war doch rechts irgendwo, links irgendwo die Schatulle. Ich fand Mozart mit Harry Lobsters eine gewagte Mischung. Okay, das bringt uns kein Stück weiter. Oh, Schminktisch. Vielleicht können wir ja jetzt da was gucken. Ah. Ich war an Bijous bestens ausgestattetem Schminktisch. Und man hat doch gerade gesagt, er muss wie Henri aussehen. Da hängt ein Foto. Und wir sind ganz groß im Spiegel zu sehen. Ich weiß schon, worauf das hinausläuft. Ach ja, dann schauen wir nochmal. Ich legte etwas Rouge auf. Was? Können wir uns hier auch etwa auch mit dem ganzen anderen Kram schminken? Das wäre ja geil. Gucken wir mal, wir sind mal so frech. Ob Rot wohl zu meinem Teint passt? Das ist gut. Jede Menge Wattestäbchen. Praktisch, wenn es was zu ölen gibt. Eine Haarbürste. Ich persönlich bevorzuge einen Kamm. Ich wollte das nicht für die Augen, aber vielleicht ein wenig. Jetzt hatte ich die gleiche Haarfarbe wie Henri. Zeit, Henri wieder zum Leben zu erwecken. Na so? Henri hatte mehr Haare im Gesicht als ich. Ich brauchte ein braunes Ziegenbärtchen. Idee. Warte mal. Wachsstreifen. Ich schnappte mir einen Streifen. Wachsalarm. So, warte mal. Können wir uns hier auch Papier... Ich sah Henri überhaupt nicht ähnlich. Ich beschloss, mir das Gesicht zu säubern und von vorn anzufangen. Okay, warte mal, ich muss noch kurz aufstehen. Ich habe eine Idee.
Wachsstreifen. Entschuldige, Fifi. Wir sehen uns dann in Rio. Erstmal schöne Hundehaare ins Gesicht kleben. Ist ja auch total lecker. So, dann gucken wir mal, ob wir es irgendwie schaffen, wie Henri auszusehen. Fangen wir an. Wohin damit? Mund. Ich hielt den Mund fest geschlossen und drückte den Wachsstreifen auf meine Oberlippe. Ein Instant-Ziegenbart. Das sah gut aus, aber noch nicht perfekt. Henris Haare waren dunkler als meine. Na, aber das mit den Haaren hatten wir ja schon. Es funktionierte, aber ich brauchte noch etwas. Es war schwer, durch die Brille Henris Augenfarbe zu erkennen. Ich setzte Henris Brille auf. Ich sah dem Galeriebesitzer immer ähnlicher. Nah dran, aber irgendwas fehlte noch. Mein Outfit brauchte etwas Flower Power. Der hatte doch dieses Stinkezeug immer drauf. Ich übertünchte meinen Geruch mit Henris Bray. Mir schossen Tränen in die Augen. Es funktionierte, aber ich brauchte noch etwas. Was denn hier für ein Blümchen? Ich reinigte mir das Gesicht, bevor ich aufstand. Oh. Warte mal, er sagte irgendwas von Flower Power. Siehst du, die Leiche hat doch hier so ein Blümchen. Wir klauen einfach mal der Leiche das Blümchen. Der braucht die eh nicht mehr. Einer Leiche eine Blume zu klauen. Wie tief war ich gesunken? Ach was, hab dich nicht so. So, dann mal, wo ist mein Pfeil da? Dann mal wieder zurück. Machen wir erstmal die Sachen, die wir irgendwie uns ins Gesicht schmieren müssen. Ein Instant-Ziegenbart. Nah dran, aber irgendwas fehlte noch. Henris Haare waren dunkler als meine. Das Ding? Ich steckte mir Henris Blume ins Knopfloch. Der Jasmin verlieh mir definitiv etwas perfekt Hippie-mäßiges. Es funktionierte, aber ich brauchte noch etwas. Es war schwer, durch die Brille Henris Augenfarbe zu erkennen. Brille? Ich setzte Henris Brille auf. Ich sah dem Galeriebesitzer immer ähnlicher. Das sah gut aus, aber noch nicht perfekt. Und das Stinkezeug einmal drauf. Ich übertünchte meinen Geruch mit Henris Bray. Mir schossen Tränen in die Augen. Nah dran, aber irgendwas fehlte noch. Le Haarfarbe. Das war's. Ich schaute in den Spiegel und Henri blickte mir entgegen. Henri, da bist du ja, du böser Junge. Tanz mit mir, mein kleiner Rollmops. Du hast mir gefehlt. Mit Vergnügen, Cherie. Oh, Henri, ist das nicht ehrlich, wie in alten Zeiten? Bijou, Schatz. Ich brauche den Safe-Schlüssel. Hast du ihn? Natürlich. Ich hab doch versprochen, darauf aufzupassen. Hier, Hasi-Baby. Ich sollte sie schlafen lassen. Ich hatte ja den Schlüssel.
Und außerdem wollte ich endlich diesen Herkunftsnachweis in die Finger bekommen. Okay. ja. Das war mal ein interessanter Trip gerade. Ich war überrascht, Pater Simeon in dem Café zu treffen. George, hätten Sie einen Moment Zeit? Ist alles in Ordnung, Pater? Nein, mein Sohn, absolut nicht. Etwas unendlich Böses bedroht uns. Die Zeichnung, die Sie mir in der Galerie gezeigt haben, diese Studie zu La Maledictio, sie zeigte ein verborgenes Bild im Ouroboros. Ein gefährliches Bild. Wieso gefährlich? Das Symbol steht für eine Häresie. Ein Gegenstand, den die Gnostiker Tabula Veritatis nennen. Die Tafel der Wahrheit? Es ist eine Tafel der Lügen. Ein Werkzeug Luzifers. Mhm. Erzählen Sie mir mehr über diese Tabula Veritatis. Das ist ein Artefakt, mit dem man die gesamte Schöpfung auslöschen kann. Sie wurde vor Jahrtausenden von den Katharern, einem bösen Gnostikerkult, aus dem Heiligen Land nach Europa geschmuggelt. 1209 führte die Kirche einen ruhmreichen Kreuzzug in der Heimat der Katharer in Südfrankreich. Wir löschten fast alle Katharer aus. Und mit ihnen das Böse, den Gnostizismus. In jener Zeit wurde mein Orden gegründet, die Dominikaner, um die letzten Gnostiker zu suchen und auszumerzen. Doch wir versagten bei unserem vordringlichen Ziel. Wir fanden die Tabula Veritatis nicht. Wir nahmen an, sie sei verschollen. Doch das Gemälde zeigt, dass sie wohl immer noch in den Händen der Gnostiker ist. Okay, wenn du halt meinst. Was hat La Maledictio mit all dem zu tun? Ich glaube, es enthält Hinweise auf das Versteck der Tafel. Hinweise, die ein Gnostiker entschlüsseln könnte. Wenn jemand das Gemälde entschlüsseln und die Tabula Veritatis finden könnte, wer weiß, was für Gefahren für diese Welt dadurch entfesselt würden. Sie meinen also, dieses Symbol der Tabula Veritatis sei auf dem Bild in dem Ouroboros versteckt? Das ist jetzt offensichtlich. Der Ouroboros ist ein Symbol der Gnostiker. Und der Baum darin steht für Wissen. Verborgenes Wissen der Gnostiker. Mhm. Wurden alle Katharer getötet? Alle, die sich zum Kampf stellten. Aber wie Unkraut haben sie tiefe Wurzeln. Wir konnten das Böse nicht völlig ausrotten. Ich verstehe immer noch nicht, was an den Gnostikern so böse ist. Sie sehen in Gott nur den Schöpfer der materiellen Welt und verehren Luzifer als den Fürsten des spirituellen Reiches. Hui. Was ist denn so schlimm an der Tafel? Was genau macht sie? Psst, genau wie Luzifer selbst sind auch die Gnostiker überall. Wir müssen an einem ruhigeren Ort reden. Vielen Dank, Pater. Das war eine tolle Geschichte. Seien Sie vorsichtig. Hüten Sie dieses Wissen. Manche würden vor nichts zurückschrecken, um die Tafel zu finden. Bitte entschuldigen Sie mich. Ich muss zurück in die Galerie. Ich werde hier warten und Ihnen folgen, wenn ich unbeobachtet bin. Es gibt noch mehr, was ich Ihnen erzählen muss. Ich musste in die Galerie und nach dem Herkunftsnamen. Aber ich war wirklich neugierig, was Pater Simeon mir sonst noch zu erzählen hatte. Ich habe nicht gedrückt, dann hat er eben selbst übersprungen. Wie viel ist 9 multipliziert mit 6? 54, aber wen interessiert das? Na, ist egal. So, ich würde vorschlagen, bevor wir uns in die Galerie begeben und dort gucken, was im Safe versteckt ist, machen wir hier erstmal den Cut. Ich sage jetzt erstmal danke fürs Reinschauen. Ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag. Lasst Däumchen und Abo da, wenn ihr nichts weiteres verpassen wollt. Bis dann, ich verabscheue mich.